Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist Full House hier, das freut mich sehr. Ganz herzlich willkommen zum heutigen Auftakt der diesjährigen Veranstaltungsreihe der Schweizerischen Osteuropa-Bibliothek. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir so viele Leute heute Abend hier begrüßen dürfen. Bevor ich unseren heutigen Referenten, der sich geschickt nach hier verzogen hat, dann vorstelle, möchte ich einleitend ein paar Worte eben sagen zur Reihe, dazu hoffentlich etwas wenig, und dann aber auch zu den nächsten Veranstaltungen ein paar inhaltliche, ein paar administrative Dinge. Ja, 1989 ist, auch wenn es sehr Klischee und etwas abgedroschen klingt, sicher eines der vielleicht nicht einmal ereignisreichsten, aber sicher folgenreichsten Jahre des 20. Jahrhunderts. Und die Momente und vor allem die Bilder auch des Mauerfalls, mit dem wir eben heute diese Reihe beginnen, die gehören so zu diesen kollektiven, weite Teile der Welt umspannenden, geteilten Erinnerungen, denke ich. So wie die Mondlandung oder 9/11, Momente, wo jedenfalls die Menschen, die irgendwie in medial erschlossenen Teilen der Welt leben, genau wissen, wo und wie sie diese Nachricht erreicht hat, wo sie diese Bilder gesehen haben und also auch persönlich in der eigenen Biografie eine Erinnerung an diese Momente haben. 1989 wurde zum Ende einer Epoche, beendete das, wie man es nennt, kurze 20. Jahrhundert und hat auch für uns etwas, denke ich, 1945 abgelöst als letzten großen Meilenstein, als letzten Bezugspunkt im zeithistorischen Horizont. Dann sehr viel weniger klar ist, als was 1989 beendet hat, ist, denke ich, wie wir diese Jahre nennen, die darauf folgten, also die Neu- und Umgestaltung Europas und diese Zeitperiode, in der wir uns halt immer noch befinden und die wir verlegenheitshalber zumindest früher Postsozialismus genannt haben, ohne dass daraus etwas mehr wurde als nur ein Negativum. Aber in dieser Reihe, denke ich, wird es darum gehen, genau darüber zu diskutieren, eben einerseits um die Ereignisse und Interpretation des Jahres 1989 ganz dicht an diesem Jahr dran, dann über seine Folgen und die Entwicklungen der osteuropäischen Gesellschaften seither und über unseren Blick auf das Jahr 1989. Denn unser Blick, das ist klar, wenn wir jetzt zurückblicken, unser Blick auf 1989 hat sich eben mit den politischen Konjunkturen auch gewandelt seither, nicht zuletzt eben auch mit den politischen Konjunkturen des europäischen Projekts. 2004, also 15 Jahre nach 1989, war noch sehr viel Euphorie zu spüren, als zahlreiche baltische und mitteleuropäische Staaten der EU beitraten. Aber schon so 5 Jahre später, würde ich sagen, 2009, beim 20. Jahrestag, war die Stimmung so im Schatten der Weltwirtschaftskrise deutlich gedrückter. Und heute eben ist ja nicht nur im Osten Europas nicht unbedingt viel von Enthusiasmus mehr zu spüren. Vor 2 Jahren hatten wir hier den bulgarischen Politologen Ivan Krstev, der ein Buch namens After Europe herausgegeben hat, wo diese Europadämmerung, so heißt es auf Deutsch, dann sehr schön beschrieben hat, also diesen Gedanken eben des Verlustes an Euphorie und an Begeisterung. Aber bei allen Gemeinsamkeiten, denke ich, sind eben die Wege der einzelnen Staaten und Gesellschaften auch ganz unterschiedlich verlaufen. Und das werden wir im mittleren Teil der Reihe am Beispiel zweier unterschiedlicher EU-Mitglieder im Detail anschauen. Wir werden Rumänien anschauen am 31. Oktober. Daniel Ursprung wird hier sein. Und Estland wird uns Yves Parchefeld am 14. November vorstellen. Also Europas Musterknabe, wie er das selbst genannt hat, seinen Vortrag. Und das Land ganz im Südosten Europas, dessen Ruf vielleicht in den Medien nicht unbedingt immer ganz so brilliert. Ja, ein dritter Schwerpunkt in unserer Reihe sind immer auch die wechselseitigen Beziehungen zwischen der Schweiz und Osteuropa und die Wahrnehmung Osteuropas. Am 28. November werden wir hier Ursula Kropiwiec zu Besuch haben, die ehemalige Programmverantwortliche in Polen für ProHelvetia, die uns erzählt über die Veränderungen, die Transformation der Kunstwelt in Polen und in Ostmitteleuropa allgemein. Und im Nachgang, nach dem Vortrag, werden wir Poster präsentieren, die Studierende unseres Osteuropa-Studiengangs im Seminar bei Mathieu Gilabert in Fribourg erstellen, das sich ebenfalls auch mit 1989 befasst.
Und am 12. Dezember, das ist vielleicht auch ein guter Abschluss, wird es eine Podiumsdiskussion geben mit drei ehemaligen Osteuropa-Korrespondenten, Schweizer Osteuropa-Korrespondenten, über ihre Erfahrungen mit Berichten aus und über Osteuropa. Wie auch schon in anderen Jahren, vielleicht dazu noch, haben wir zusammen mit der Zeitschrift RGOW, Religion und Gesellschaft in Ost und West, ein Heft thematisches veröffentlicht, 1989, Orte des Wandels. Wir haben ein paar Exemplare hier zum Mitnehmen. Das können Sie sich gerne hinterher bedienen. So. Bevor es jetzt wirklich dann ab Fontes geht, muss ich aber noch kurz auf den nächsten Anlass hinweisen. Wir haben dieses Jahr ein doppeltes Jubiläum, also wir haben eine doppelte Gelegenheit auch zum Rückblick. In zwei Wochen ist hier nicht wie üblich hier in diesem Hörsaal ein Vortrag, sondern es gibt eine öffentliche Feier in der Mitte des Gebäudes, da im Auditorium Maximum, wo die Universität Fribourg mit ihren traditionellen Osteuropatagen quasi in Bern zu Gast ist. Bern-Fribourg gemeinsam, der Studiengang Osteuropa-Studien, wo auch die Osteuropa-Bibliothek beteiligt ist, feiern ihr 10-jähriges Jubiläum. Und es freut uns natürlich eben, dass wir seit 10 Jahren hier erfolgreich eben nicht nur Ost und West zusammenbringen, sondern auch den Rösti-Graben überbrücken. Wichtig, auf dem Flyer, den Sie vielleicht haben, dem bunten Flyer, ist die Zeit leider falsch angegeben. Es geht los am Nachmittag um 15.30 Uhr mit einem Austausch zwischen Alumni und Studierende. Da möchte ich wirklich nochmal ganz ausdrücklich alle Studierende einladen. Bitte auch Kommilitonen mitbringen. Es ist die Möglichkeit, Alumni kennenzulernen, zu schauen, was ist aus all denen geworden, die in 10 Jahren schon studiert haben. Wo sind die beruflichen Wege verlaufen? Und natürlich freuen wir Dozierenden uns auch sehr, wenn wir wieder ein paar bekannte Gesichter sehen. Und danach geht es eben um 17.00 Uhr los mit der Begrüßung durch den Rektor und die Dekaninnen sowie die Studienleiterin Julia Richers. Und dann um 17.30 Uhr mit dem Keynote-Gast Alexander Kwaśniewski, dem ehemaligen polnischen Staatspräsidenten, der eben über seine eigenen Erfahrungen und die Transformation Polens sprechen wird. Nachher folgt das Panel, das ist also Podiumsdiskussion, das können Sie sich alles ganz genau auf diesem Flyer anschauen. Nehmen Sie einen mit und vergessen Sie nicht, kommen Sie pünktlich, am besten eine Viertelstunde vorher. Am nächsten Tag, darauf folgend, das finden Sie auch auf dem Flyer, findet in Fribourg eine Konferenz auch zum Thema 1989 statt. Auch da sind Gäste herzlich willkommen, auch Studierende. Wenn Sie das Thema interessiert, kommen Sie vorbei, informieren Sie sich hier. Und damit, glaube ich, schlägt jetzt die Stunde der Wahrheit. Und ich möchte Ihnen den heutigen Referenten vorstellen und selber eben meinen Beitrag beenden. Ich muss, Sascha Zahler, möchtest du hier vorkommen? Damit ich alle sehe. Ich muss ihn, glaube ich, nicht mehr groß vorstellen. Er ist ja uns bekannt aus Funk und Fernsehen, hätte ich fast gesagt, als der oberste Historiker der Schweiz, auch als Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Geschichte. Hier in Bern Titularprofessor für Schweizer und neueste allgemeine Geschichte und an dieser Universität seit langen Jahren, dieser Universität sehr verbunden, wo er studiert, promoviert und gearbeitet hat. Heute ist er hier als Direktor von DODIS, der Forschungsstelle für diplomatische Dokumente der Schweiz. DODIS produziert ganz verschiedene Reihen von Dokumenten, die Edition, die sogenannten gedruckten Quellenbände, die Bibliografie zur Schweizer Außenpolitik, die Quaderni di DODIS und vor allem eben die große Online-Datenbank zur Geschichte der schweizerischen Außenpolitik, an der eigentlich keiner vorbeikommt, der sich mit Außenpolitik und ihrer Geschichte befasst. Aber das wirst du uns, denke ich, alles näher erklären. Sascha Zahler ist seit 2000 bei DODIS und seit 2008 Direktor und seit 2011 Generalsekretär des International Committee of Editors of Diplomatic Editions, was ein echter Zungenbrecher ist. Auch dazu wirst du vielleicht etwas mehr erzählen. Damit überlasse ich dir fast das Wort. Ich muss Sie darauf hinweisen, bevor es losgeht, dass der Vortrag gepodcastet wird. Zwar nicht Video, sondern die Folien und der Ton werden aufgenommen. Und deshalb hinterher, wenn wir an die Diskussion kommen, bin ich froh, wenn Sie Ihre Frage ins Mikrofon sprechen. Sonst hört man nämlich nur die Antwort.
was dann zum Teil etwas verwirrend ist. Gut, los geht's. Mille grazie per questo calorosissimo invito. Vor 30 Jahren, meine Damen und Herren, stand ich Gewehr bei Fuß auf dem Gotthard mit einem Sturmgewehr Modell 1957, ausgebildet als Rekrut im Kampf gegen sowjetische Panzer Modell T-55, die wir ja erwartet haben, und wir waren bereit. Sie sind dann nicht gekommen, und Sie sehen schon bei dieser Einleitung, ich betone diese 30 Jahre, das tönt wie aus einer anderen Welt. Ja, es ist eine andere Welt, es ist fast eine andere Zeit. 30 Jahre sind wahnsinnig lang. 30 Jahre ist die Frist, welche das Bundesgesetz über die Archivierung hineinschreibt, damit man die Akten konsultieren kann. Man kann im Bundesarchiv erst die Akten erst nach 30 Jahren konsultieren. Bis dann sind sie gesperrt. Also eigentlich, was ich heute Abend tue, nämlich das Büchlein präsentieren mit Dokumenten aus 1989, 90, dürfte ich gar nicht tun, weil die 30 Jahre noch nicht fertig sind. Und in der Schweiz, weil wir ja helvetische Genauigkeit und das etwas peinlich nehmen mit der Genauigkeit, sind es 30 Jahre und ein Jahr. Also eigentlich darf man die Akten aus 1989 erst am 1. Januar von 2020 im Bundesarchiv konsultieren. Also wir sind hier einige Monate im Voraus. Also ich werde aus diesem Buch etwas präsentieren. Es ist ein Quellenbuch. Man kann immer auf dem Bundesgesetz über die Archivierung Gesuche stellen, und wenn man Geduld hat, um sie zu stellen, und wenn man Geduld hat, noch viel mehr, um die Antwort zu warten, dann kann man die Akten im Voraus sehen und sie auch publizieren. Das Buch kann man käuflich erwerben auf Amazon, und der ist so billig, das kannst du gerade zeigen, weil wir quasi nur die Produktionskosten verrechnen und nicht verdienen. Also wir sind da bei 6,33 Euro, bei dieser sattlichen Größe. Und das ist der Grund, wieso ich jetzt wage, euch einer im Umlauf zu setzen, in der Hoffnung, sie kommen zurück. Das Buch ist auch als PDF, also Open Access. Also Sie können eigentlich alle meine Ausführungen ab heute Abend nachfolgen und die Dokumente anschauen. Es gibt auch eine iPad- und Kindle-Version, also Sie können es herunterladen. Ich werde unterstützt von Frau Dr. Christiane Sibylle, die hier dann einen technischen Einschub machen wird. Voilà! Aus den Trümmern des Dritten Reichs entstanden 1949, wie wir alle wissen, im sich entwickelnden Kalten Krieg ein West- und ein Ostdeutschland. Am 23. Mai 1949 wurde in der Besatzungszone der amerikanischen, britischen und französischen Truppen die Bundesrepublik Deutschland gegründet. Am 7. Oktober das Gegenstück in der Besatzungszone der sowjetischen Streitkräfte, die Deutsche Demokratische Republik. Obwohl keine der beiden Republiken vollständig souverän war, ergab sich aus dieser Entwicklung eine Spaltung Deutschlands und eine Verfestigung der gegensätzlichen politischen und militärischen Realitäten. Trotzdem hielt die Bundesrepublik in ihrem Grundgesetz vom 23. Mai 1949 das Ziel einer Vereinigung der deutschen Bevölkerung fest. Diesen Gedankenzug zufolge beschrieb das Grundgesetz, dass es zwar in Deutschland zwei politische Systeme gäbe, aber nur ein deutsches Volk.
Infolge des Wettbewerbs der zwei Systemblöcke erklärte die UdSSR am 25. März 1954 die DDR zu einem souveränen Staat und eine entsprechende Resolution wurde am 20. September 1955 bestätigt. Die Bundesrepublik hingegen erhielt durch das Pariser Abkommen vom 5. Mai 1955 weitreichende Souveränität und trat der NATO bei. Dies zementierte die Eingliederung beider Deutschlands in gegeneinander ausgerichtete militärische Allianzen. Die internationale Politik diktierte, dass die DDR durch die westlichen Verbündeten nicht anerkannt wurde. Zudem wurde eben 1955 in der sogenannten Hallstein-Doktrin festgehalten, dass eine Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu DDR oder deren Anerkennung durch Drittstaaten von Bonn als unfreundlicher Akt angesehen wurde und als einzige Ausnahme galt die UdSSR natürlich. Westliche Staaten instruierten ihre Diplomaten entsprechend, dass nur eine vorsichtige und stille de facto Anerkennung der DDR möglich war. Die DDR versuchte, ihre diplomatische Isolation zu umgehen, indem sie versuchte, Handelsabkommen mit westlichen Staaten abzuschließen. In der Tat war die Zeit nach 1955 von einer Ausweitung der Handelsbeziehungen zwischen westlichen Staaten und der DDR geprägt. Ein ernster Rückschlag natürlich war der Bau der Berliner Mauer. Am 12. August 1961 erklärte der Ministerrat der DDR, Zitat, zur Unterbindung der feindlichen Tätigkeit der revanchistischen und militaristischen Kräfte in Westdeutschlands und Westberlins wird eine solche Kontrolle an der Grenze der Deutschen Demokratischen Republik einschließlich der Grenze zu den Westsektoren von Großberlin eingeführt, wie sie an den Grenzen jedes souveränen Staates üblich ist. Zitat Ende. Am nächsten Tag begann die DDR mit dem Bau der Mauer. Die Mauer entwickelt sich dadurch zum Symbol der Spaltung zwischen Ost und West. Während den 1960er Jahren waren die Kontakte zwischen Ost und West von Vorsichtigkeit und Ängstlichkeit geprägt. Mit Gewalt wurde der Prager Frühling 1968 durch die Warschauer Pakt niedergeschlagen und somit die Trennung betont. Dadurch wurden die gegenseitigen Sicherheitsinteressen neu ausgelotet. Ein Meilenstein bildete Willy Brandts Ostpolitik. Brandt amtete ab dem 1. Dezember 1966 als Außenminister der BRD. Er setzte gegenüber der DDR auf einen neuen außenpolitischen Kurs und bemühte sich um eine Verbesserung der Beziehungen. Zudem versuchte er, die Beziehungen zu Moskau zu vertiefen. Nachdem Brandt im Oktober 1969 zum Bundeskanzler gewählt wurde, setzte er seine Ostpolitik fort. Dadurch verbesserten sich die Beziehungen zwischen Ost und West. Formal anerkannte die Bundesrepublik die DDR 1972, was nicht nur zu einer Öffnung der beiden Republiken, sondern auch allgemein zu einer Annäherung des Westens an die DDR führte. Die formale Anerkennung wurde mit dem Grundlagenvertrag zwischen der BRD und der DDR vom 21. Dezember 1972 unterzeichnet. Er definierte die innerdeutschen Beziehungen als diejenigen eines gesamtdeutschen Staates mit einer Bevölkerung. Die verbesserten Beziehungen zwischen Ost und West manifestierten sich mit einer Anzahl von Anerkennungen der DDR, etwa durch die Schweiz, Schweden, Österreich, Australien, Belgien, dies alles im Jahre 1972. Anders als die westlichen Staaten hatte die Schweiz erst im Juli 1972 nach langen Verhandlungen, nach langen und zähen Verhandlungen mit der DDR eine Vereinbarung über den gegenseitigen Austausch von Handelsmissionen abgeschlossen. Eine Überprüfung der Anerkennungsfrage
wurde der DDR damals für Januar 1973 in Aussicht gestellt. Als klar wurde, dass der Grundlagevertrag bereits am 20. Dezember 1972 unterzeichnet würde und damit der Weg der Anerkennung offen stand, wollte die Eidgenossenschaft nicht hinter den anderen europäischen Neutralen stehen, die eine Anerkennung für den 21. Dezember in Aussicht stellten. Und so hat das Außendepartement in einer Notiz an den Bundesrat ausgeführt, und die sieht dann so aus in Dodis, Sie können sie diese online konsultieren. Also als eine eidgenössische, ja nachgerade salomonische Lösung wurde schließlich in Bern beschlossen, bereits anlässlich der Bundesratssitzung vom 20. Dezember, also unmittelbar nach der Unterzeichnung des Grundlagenvertrages, aber noch einen Tag vor Schweden und Österreich, die DDR zwar noch nicht formell anzuerkennen, jedoch in einem offiziellen gemeinsamen Komitee mit der DDR die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Bern und Ostberlin feierlich zu verkünden. Und das können Sie in Dodis so lesen, das gemeinsame Komitee, der Schweizerische Bundesrat und die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik sind übereingekommen, zwischen den beiden Staaten diplomatische Beziehungen auf Botschafterebene aufzunehmen. Es wurde vereinbart, dass die damit zusammenhängenden technischen und praktischen Fragen anlässlich von Verhandlungen abgeklärt werden sollen, die in den ersten Januarhälfte des nächsten Jahres stattfinden werden. Darüber hat es im Bundesarchiv etwa 10 solche Schachtel. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Nun, zwischen Januar und Februar 1973 anerkannten 11 weitere Staaten die DDR. Dadurch normalisierten sich die Beziehungen zwischen dem Westen und der DDR, trotz der westlichen Kritik an der Berliner Mauer, als Zeichen der Unterdrückung. Schließlich bekundigten die europäischen Staaten mit der Unterzeichnung der Schlussakte der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa am 1. August 1975 in Helsinki, also die KSZT-Akten, diese Staaten bekundeten also ihren Willen von jeglicher Intervention in der jeweiligen Gerichtsbarkeit der teilnehmenden Staaten abzusehen, also quasi den Status quo zu legitimieren. Ein Wechsel kam 1989. Während den 1980er Jahren sah sich die UdSSR mit diversen wirtschaftlichen Problemen konfrontiert und war somit nicht mehr in der Lage, die DDR zu unterstützen. Deswegen nahmen die ökonomischen Probleme in der massiv von der UdSSR unterstützenden DDR massiv zu. Michail Gorbatschow, der Generalsekretär der KPdSU, verfolgte ab 1985 mit seiner Perestroika- und Glasnost-Politik neue Wege. Nichtsdestotrotz feierte Erich Honecker am 7. Oktober 1989 mit großem Pomp das 40-jährige Bestehen der DDR im Palast der Republik in Berlin zusammen mit osteuropäischen Verbündeten, als ob die DDR immun sei gegenüber den neuen Entwicklungen im Osten. 4 Tage zuvor hat er die Schließung der Grenze der DDR zur Tschechoslowakei befohlen. Anlass dazu waren die Entwicklungen im Mai 1989. Ungarn setzte politische Reformen um und öffnete die Grenze zu Österreich. Dadurch verließen zahlreiche Bürgerinnen und Bürger der DDR das Land. Anfangs bestand das Risiko, dass man an der Grenze von den ungarischen Behörden zurückgewiesen wurde. Doch in der Nacht vom 10. auf den 11. September 1989 wurde die Grenze komplett geöffnet. Bis dahin hatten bereits tausende DDR-Staatsangehörige das Land in Richtung Westen verlassen oder ersuchten Zuflucht in den Botschaften der Bundesrepublik in Budapest, Warschau und Prag. Dies führte zu politischen Problemen in den jeweiligen Residenzländern. Die polnische Regierung hoffte, politische Unruhen mit den beiden deutschen Republiken zu vermeiden
und hoffte auf eine friedliche Lösung, die den Flüchtlingen eine Weiterreise ermöglichen sollte. Und dies alles liest sich jetzt auf Todis auf Polnisch so. Sie können draufgehen und das polnische Original anschauen. Und ja, das ist jetzt für mich jetzt nicht sehr verständlich, aber das ist eben Teil dieses internationalen Projektes mit 11 Staaten. Wir haben auch die edierte Version, also die wir im Buch präsentiert haben. Die ist also in der Buchversion sieht sie dann so aus. Das ist die gesetzte Version, die ist jetzt auf Englisch übersetzt. Und Sie haben auch die XML-Version, die eigentlich ein Novum ist, worüber wir dann in der Diskussion noch etwas sagen werden. Ein österreichischer Diplomat stellte damals bereits vorausschauend fest, dass die Flüchtlingsproblematik die Grundlage für eine mögliche deutsche Vereinigung sein würde. Und das liest sich dann auf Deutsch, also eigentlich auf Österreichisch so. Sie können die österreichische Quelle dann hier sehen und auch in der Übersetzung anschauen. Für den gewöhnlichen Beobachter erschien in der DDR alles ruhig, als die offiziellen Feierlichkeiten zum 8. Oktober über die Bühne gingen. Auf dem Alexanderplatz versammelten sich damals jedoch tausende Menschen und verlangten mehr Freiheit. Ein paar Tage später demonstrierten rund 70.000 Menschen in Leipzig gegen das Regime. Reformen erschienen unvermeidlich. Am 18. Oktober 1989 trat dann Erich Honecker zurück und wurde von Egon Krenz, der lange Zeit als Honeckers Kronprinz galt, ersetzt. Das politische System der DDR offenbarte je länger, je mehr Schwachstellen. Die Unzufriedenheit der Bevölkerung, die lange Zeit unter der Oberfläche gebrodelt hatte, brach hervor. Neue Gruppierungen und politische Parteien stellten unterschiedliche Forderungen. Der israelische Botschafter in Bonn beschrieb eine Atmosphäre des Wandels und die hohen Erwartungen der Öffentlichkeit, was sich dann auf Todis so liest. Dann können Sie die israelische Quelle anschauen und ja, glücklicherweise haben wir die englische Übersetzung, die Sie konsultieren können. Ja, meine Damen und Herren, ich glaube, Sie haben meinen Punkt bestens verstanden und Sie werden jetzt wissen, dass alle Sätze, die ich jetzt weiterhin vortrage, auf Dokumenten dieses Projektes basieren. Dieses Projektes war ein Novum, das war eine Initiative des International Committee of Editors of Diplomatic Documents, das wir 2013 in Genf gegründet haben. Das ist die Organisation der Editoren diplomatischer Dokumenten weltweit. Und da haben 11 Staaten mitgemacht und Dokumenten aus seiner Sicht beigetragen. Und das ist natürlich hochgradig wertvoll, weil wir ja alle wissen, nicht in der Lage wären, diese Archivarbeit machen und dass wir auch Mühe hätten mit der Sprache. Nun, immer wenn ich rede, wissen Sie, Sie können heute Abend im Buch nachschauen und die Originale anschauen. Sie sind auch online. Am 4. November demonstrierten eine halbe Million Menschen mit dem Slogan "Wir sind das Volk". Sie demonstrierten gegen das Regime. Dann geschah am 9. November das Unerwartete. Nach Monaten der Krise und tausenden Menschen, die geflüchtet waren, erklärte die DDR-Regierung, dass die Grenze zu West-Berlin geöffnet werden sollte, was am nächsten Tag dann auch geschah. Mit der Öffnung der Berliner Mauer überstützten sich die Ereignisse. Der niederländische Botschafter schrieb von einer Neubeurteilung aller Werte. Ebenso in Aufruf befand sich die Diplomatie in der Bundesrepublik. Während die Amerikaner schon über eine Anerkennung der DDR nachdachten, verfolgten die britischen Diplomaten die laufenden Entwicklungen mit höchstem Erstaunen. Das waren übrigens die Dokumente 4, 5, 6 und 7 dieses Bandes. Bundeskanzler Helmut Kohl schilderte US-Präsident George Bush Senior per Telefon die Situation vor Ort und das zeige ich Ihnen. Das ist eine interessante Quelle eines Memorandum of Telephone Conversation
aus dem Weißen Haus. Aus gegebenem Anlass. Damals wurden sie integral transkribiert. Die Diplomaten versuchten mit den rasanten Entwicklungen Schritt zu halten. Dokument 9. Als Konsequenz dieser Wende manövrierte sich die DDR in ein politisches Vakuum. Die ersten diplomatischen Berichte erwähnten eine mögliche Vereinigung, Dokumenten 10, 12, die zu einem neuen Kapitel der Nachkriegszeit führen könnte. Auch wenn die politische Situation einem, Zitat, berauschenden Polit-Jamboree glich. Im Tumult gab Krenz nach und machte Platz für Hans Modrow, den neuen Ministerpräsidenten. Ein Manöver, das Modrow zufolge nach einem österreichischen Aktenvermerk, Zitat, über jedes verständliche Maß hinaus verzögert worden war. Währenddessen fokussierten sich die Amerikaner auf die Bedeutung, die Moskau den Entwicklungen zumaß, während eine Wiedervereinigung Deutschlands immer wahrscheinlicher wurde. Die Klausel in der DDR-Verfassung, welcher der SED die führende Rolle im Staat gab, wurde gestrichen und am 7. November fanden Gespräche zwischen der Regierung und der Opposition statt. Das wichtigste Resultat war die Festlegung von freien Wahlen. Zwischenzeitlich verlor die SED zunehmend an Macht, auch wegen interner Streitigkeiten und Verluste der Mitgliederzahl. Auf der Straße wurden die Forderungen nach einem vereinten Deutschland immer lauter. In Leipzig gab es dazu wöchentliche Demonstrationen. Im November war die Vorstellung der Wiedervereinigung für die Parteileitung der DDR absolut unattraktiv. In der Bundesrepublik hingegen sah die Situation ganz anders aus. Die Verfassung hatte von Beginn an die Intention, Zitat, in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden. Um diese Idee bei der DDR salonfähiger zu machen, bot Bundeskanzler Helmut Kohl eine weitreichende wirtschaftliche Unterstützung an, die er in seiner jährlichen Rede zur Lage der Nation vor dem Bundestag kundtat. Mitte November äußerte sich Modrow, dass die beiden deutschen Staaten eine enge freundschaftliche Beziehung anstreben würden. Später stellte sich heraus, dass Modrow eine Vertragsgemeinschaft der beiden Staaten beabsichtige. Auch international gewann nun die Vorstellung von einem Europa mit einem vereinten Deutschland an Schwung. Mit der Einführung eines 10-Punkte-Programms im November 1989 wollte Kohl den Bürgerinnen und Bürgern der DDR eine Perspektive für die Einheit bieten. Wesentliche Punkte waren, dass die Bundesrepublik den Wiedervereinigungsprozess finanziell unterstützte, vorausgesetzt, dass freie Wahlen abgehalten und wirtschaftliche Reformen durchgeführt würden. Ein wichtiger Grund dafür war die Massenauswanderung aus der DDR. 1989 verließen rund 350.000 Menschen die DDR. Dies entsprach rund 2% der Bevölkerung. In Ostberlin reagierte man ablehnend auf Kohls Vorschlag. Die linke Opposition in der DDR lehnte ebenfalls ab, mit dem Hinweis, die DDR stünde nicht zum Verkauf. Selbst in Westeuropa traf Kohls Rede teilweise auf Unbehagen. Gorbatschow warnte vor einer Beschleunigung des Prozesses, da zuerst zwei vitale Grenzfragen geklärt werden mussten. Einerseits die Festlegung der innerdeutschen Grenze, andererseits die Außengrenze. Jeder Versuch, diese Grenze zu verändern, war aus sowjetischer Sicht inakzeptabel. Am Europäischen Summit in Straßburg am 9. Dezember 1989 bekräftigten die Regierungschefs ihren Wille, eine friedliche Lösung in Mittel- und Osteuropa anzustreben. Dies sei eine Grundbedingung für die Selbstbestimmung Deutschlands. Dennoch erwies sich als schwierig, eine gemeinsame Herangehensweise zu finden. Um seine Kritiker zu besänftigen, proklamierte Kohl beschwichtigend, Zitat,
Die künftige Architektur Deutschland muss sich in die künftige Architektur Gesamteuropas einfügen. Er fühlte sich bei seinen Plänen durch Washington unterstützt, denn Bush dachte nicht daran, den Wiedervereinigungsprozess zu verlangsamen. Gleichzeitig sorgte sich das Außenministerium der Bundesrepublik über die Reaktionen Frankreichs und Italien bezüglich diesen Entwicklungen. Und Sie finden diese Dokumente im Buch, also Dokumente 27, 28. Vorbehalten gab es in London und unter den britischen Diplomaten. Am 19. und 20. Dezember besuchte Kohl erstmal nach der Wende die DDR. In Dresden empfing ihn eine jubelnde Menschenmenge, die Freiheit und Einheit skandierte. Nichtsdestotrotz hielt Modrow an seiner Idee der Vertragsgemeinschaft zwischen den beiden Staaten fort. Dieser Idee stand Kohl ablehnend gegenüber. So könne keine finanzielle Hilfe geleistet werden. In Washington begann man sich über die Auswirkungen der Deutschlandfrage auf die Stabilität in Europa zu sorgen. Kohl versuchte, diese Vorbehalte zu mildern. Ähnliche Befürchtungen gab es auch bezüglich der Beziehungen zwischen Österreich und der DDR. Im Januar 1990 wurde die politische Situation in der DDR unstabiler. Es kam zu Anschuldigungen gegenüber der DDR-Regierungen, dass die berüchtigte Stasi wieder etabliert werden sollte. Dieses führte dazu, dass die Gespräche mit der Opposition über die politische Zukunft des Landes am runden Tisch abgebrochen wurden. Ende Januar konstituierte sich eine neue DDR-Regierung. Als erste Entscheidung legte das neue Kabinett den Termin für freie Wahlen auf dem 18. März fest. Unter Druck fühlte sich Modrow Ende Januar gezwungen, nach Moskau zu reisen, um die Idee Deutschland einig Vaterland zu präsentieren. Am 1. Februar konkretisierte sich der Plan, Bundesrepublik und DDR sollten einen Vertrag unterzeichnen, der zu einem deutschen Staat führen sollte. Für Modrow bedingt dies, dass dieser künftige Staat militärisch neutral sein würde. Dies war eine Forderung, die Moskau immer wieder betont wurde. Die Reaktionen der Bundesrepublik zu diesen Vorschlägen waren fast ausnahmslos negativ, selbst hier in der Schweiz. Angesichts der Kritik spielte Modrow seinen Plan herunter. Kohl hingegen betonte, dass ein neutrales Deutschland ein isoliertes Deutschland sei, dies würde für niemand in Europa zum Vorteil gereichen. Obwohl Gorbatschow für Deutschland das Prinzip der Selbstbestimmung unterstützte, brandmarkte die UdSSR Kohls ursprüngliche Pläne. Moskau verlangte, dass die Bundesrepublik auf jeden Anspruch einer Wiedererstellung Deutschland in den Grenzen von 1937 verzichtete und den Rahmen eines gemeinsames Hauses Europas akzeptiere. Polen, das eine gemeinsame Grenze zu Deutschland hatte, meldete ebenfalls ernsthafte Vorbehalte an. Das ist Dokument 33. An der deutschen Westgrenze dominierten ebenfalls Bedenken bezüglich Verteidigung. Während Bush nach wie vor Kohls Ambitionen unterstützte, waren der französische Präsident François Mitterrand und die britische Premierministerin Margaret Thatcher weniger begeistert. Sie waren besorgt, dass eine deutsche Wiedervereinigung nicht im Interesse einer stabilen europäischen Ordnung läge. Gerade mit Blick in die Vergangenheit fürchteten sie sich vor einem starken Deutschland. Im Allgemeinen war die öffentliche Haltung in Westeuropa gemäßigter. Die Bundesrepublik entschloss am 7. Februar 1990 aufgrund der wirtschaftlichen Krise in der DDR, Gespräche mit der DDR über eine Währungsunion zu führen. Gleichzeitig wurde beschlossen, ein interministerielles Komitee einzuberufen, um die Einheit zu wahren, präsidiert unter der Führung von Kohl. Die Begeisterung in der DDR hielt sich in Grenzen.
Ebenso unbehaglich äußerten sich die Staaten der EG dahingegen, dass eine deutsche Währungsunion die wirtschaftliche und wirtschaftspolitische Situation der EG schwächen würde. Bonn versicherte jedoch, dass dies nicht geschehen werde. Während diese Entwicklungen diskutiert wurden, stieg in der DDR der Wille zur Wiedervereinigung. Beim Besuch von Kohl und Genscher in Moskau am 10. und 11. Februar akzeptierte Gorbatschow das Prinzip der Wiedervereinigung der zwei deutschen Staaten und erklärte sich bereit, ein solches Abkommen zu verhandeln. Dies ebnete den Weg für Gespräche mit Modrow. Kohl prognostizierte eine Wiedervereinigung noch vor Ende des Jahres. Nachdem nun auch die UdSSR grünes Licht gegeben hatte, stand allein die Frage offen, wann und in welcher Form die Wiedervereinigung kommen würde. Die Regierungen der Bundesrepublik und der DDR sollten so bald als möglich mit den Verhandlungen beginnen. Kohl empfing Modrow am 13. Februar in Bonn, stellte jedoch fest, dass dieser kein Mandat innehatte, um über eine Währungsunion zu verhandeln. Deswegen wurde am Treffen beschlossen, nur über die Zusammensetzung des Komitees zu diskutieren, nicht aber über die Details einer Währungsunion. Ebenso sprach man über einen Antrag der DDR über ein Nothilfeprogramm von rund 15 Milliarden Deutsche Mark. Es bestand Konsens, dass die deutschen Staaten die Diskussion über die Wiedervereinigung gemeinsam mit den ehemaligen Besatzungsmächten führen sollten. Eine im Rahmen dieser Konsultationen entwickelte Übereinkunft, dem KSZT-Gipfeltreffen von Paris, im November vorgelegt wurde. Doch die Entwicklungen beschleunigten sich. Der Schweizer Botschafter in Bonn wies die Idee eines neutralen Deutschland bestimmt zurück, taxierte jedoch die Idee, dass die DDR der NATO beitragen könnte, ebenfalls als unrealistisch, Zitat. Da dies, Zitat, für die UdSSR nicht zumutbar und akzeptabel sei. Das ist Dokument 36 und das zeige ich Ihnen gerne, weil Sie sehen, so wie ein Faksimile eines Telex aussieht, also in der normalisierten Form. Und Sie sehen dann die Transkription in Form des Buches, so wie wir, das ist natürlich in der englischen Übersetzung jetzt, das wir ja in diesem Fall ja nicht brauchen. Und dann haben wir die Transkription auf Deutsch, die als HTML direkt brauchbar ist. Wenn Sie zitieren wollen, können Sie copy-paste. Und wir haben auch die englische Version. Oben beim Aufbewahrungsort haben Sie die Fundorte dieses Dokumentes. Das ist in den Akten des Bundesarchivs deponiert. Am 13. Februar 1990 fand eine informelle geheime Konferenz in Ottawa statt. Anwesend war der Außenminister der Bundesrepublik, Hans-Dietrich Genscher, der US-Außenminister James Baker, der britische Außenminister Douglas Hurd sowie der französische Außenminister Roland Dumas. Ein Entwurf für den 2+4 Abkommen für eine deutsche Vereinigung wurde erarbeitet und später mit dem sowjetischen Außenminister Eduard Shevardnadze diskutiert sowie von Gorbatschow genehmigt. Und das ist Dokument 37 von unseren kanadischen Kollegen. Ich zeige Ihnen, weil es interessant zu sehen, wie anders die Bearbeitung gegenüber schweizerischen Dokumenten funktioniert. Das ist übrigens stricto sensu, wenn Sie schauen im Fundort, also hier haben Sie den Aufbewahrungsort des Dokumentes und Sie sehen hier, das ist eigentlich noch nicht archiviert. Befindet sich noch in den Akten des Departements. Also ja, ich habe genügend zu tun, um zu sorgen, dass in der Schweiz richtig archiviert wird. Nun,
Für die USA war die Frage zentral, wie man sich auf die 2+4 Treffen vorbereiten und eine Lösung präsentieren können im Hinblick auf die künftige Sicherheitslage in Europa für alle Parteien akzeptabel sein würde. Die Sorge um die Entstehung eines vierten Reichs waren etwa in israelischen Kreisen weit verbreitet. Das sind Dokumente 39, 40. Aber generell waren westliche Diplomaten optimistisch, dass eine Lösung gefunden werden konnte. Diese Ansicht wurde auch vom sowjetischen Außenminister Schewardnadse geteilt. Selbst wenn die UdSSR den Konsequenzen eines neuen Deutschlands eher mit Skepsis begegnete. Am 18. März 1990 fanden die ersten freien Wahlen in der DDR statt. Mit 48% der Stimmen war die ostdeutsche CDU, unterstützt durch die westdeutsche CDU-CSU, die klare Gewinnerin. Die ostdeutsche CDU sprach sie direkt für eine deutsche Wiedervereinigung aus. Die Resultate der Wahlen konnten trotz der Vorbehalte der Nachbarländer Aufschwung eines deutschen Nationalismus zum Beispiel nicht mindern, obwohl Israel diesbezüglich nun eine optimistischere Haltung einnahm. Obwohl die UdSSR im März 1990 erklärte, dass eine NATO-Mitgliedschaft eines vereinigten Deutschland nicht akzeptabel sei und dies im April vom Außenminister Schewardnadse wiederholt bekräftigt wurde, gab es westliche Diplomaten, die eine solche Mitgliedschaft als Beitrag zur europäischen Stabilität begrüßten. Dies war allerdings nicht die einzige Sorge. In der Schweiz benahmen sich zwar DDR-Diplomaten so, als nichts geschehen gewesen wäre. Das ist eine spannende Aufzeichnung aus dem EDA über den Koronormal zwischen DDR-Diplomaten in der Schweiz. Also wenn man diese Aktennotiz liest, dann hat man den Eindruck, das sei alles noch im grünen Bereich und die DDR hier sich weiterentwickelt. Wenn man die polnische Akten der polnischen Kollegen anschaut, dort sieht man, dass in Warschau die Bedenken über die Zukunft der bilateralen Beziehungen größer wurden, vor allem auch in zivilrechtlichen Fragen. So fürchtete man beispielsweise Entschädigungsforderungen deutscher Staatsbürger, die bei Kriegsende 1945 ihre Besitztümer in Polen verlustig gegangen waren. Also die Polen haben Angst, dass diese Wiedervereinigung solche vermögensrechtliche Fragen aufwerfen wird. Und wie wir dann in der Schweiz sehr gut wissen, ab 1995, 1996 werden die Fragen der nachrichtenlosen Vermögen ein großes Thema der internationalen Beziehungen, insbesondere dann für die Schweiz werden. Die mit weiterer Perspektive agierenden türkischen Diplomaten, wir haben auch türkische Dokumente, waren eher geneigt, die Situation zum Nennwert zu nehmen. In der Zwischenzeit trat am 1. Juli 1990 die Währungswirtschaft und Sozialunion zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR in Kraft. In Paris wurde das 2+4 Abkommen zur deutsch-polnischen Grenze unterzeichnet. Niederländische und österreichische Berichte zufolge akzeptierten nun diese Staaten diese neue Realität. Also wenn man diese internationalen Akten schaut, dann sieht man lange Zeit große Fragen in Bezug auf diesen neuen wiedervereintes Deutschland. Und ab diesem Moment ist man der Meinung, dass eigentlich das die Lösung ist und dass eigentlich das ist, was dann rauskommen muss. Bis Mitte Juli 1990 blieb eigentlich von den Staaten, die mitgemacht haben am Projekt, nur Israel überzeugt, dass die DDR als Einzelstaat weiter bestehen würde. Am 16. Juli 1990
kam es zu einem Treffen zwischen Gorbatschow und Kohl, in dem zur Überraschung mancher Beobachter der sowjetische Einwand betreffend eine deutsche Mitgliedschaft bei der NATO zurückgezogen wurde. Das sind die Dokumente 57, 58. Im Gegenzug musste Deutschland jedoch finanzielle und wirtschaftliche Unterstützung für die UdSSR leisten. Also die UdSSR hat das einfach finanziell sich kompensieren lassen. Dies macht es für die UdSSR möglich, schließlich eine internationale rechtliche Einigung über Deutschland zuzustimmen, was den Eckpfeiler im Prozess der deutschen Wiedervereinigung darstellte. Somit wurden die letzten zu behandelnde Probleme zwischen Berlin und Bonn gelöst. Ein Prozess, der in den Hauptstädten der europäischen Nachbarstaaten wiederum mit Skepsis verfolgt wurde und wo nur noch die Briten beim Endspurt mitwirkten. Und diese Anstrengungen mündeten schließlich am 3. Oktober 1990, wie wir alle wissen, im Tag der deutschen Einheit. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Sascha Zahler, für diesen Parforce-Ritt durch den Weg zur Wiedervereinigung. Und jetzt haben wir Zeit für Fragen und eine Diskussion. Und ich will anfangen. Das ist mein Prärogativ, weil ich das Mikrofon habe. Aber als nächstes gebe ich es weiter. Ja, der Band kursiert. Er ist dick genug, aber doch nicht besonders dick. Ich kann mir vorstellen, es sind 11 Länder gewesen und zu jeder einzelnen Frage kennen wir das, gibt es Akten um Akten um Akten. Wie habt ihr diese ausgewählt? Was waren die Kriterien? Was waren die Kriterien, Dinge wegzulassen? Also ich stelle mir diesen Prozess unglaublich schwierig vor. Gab es auch Dinge, die ihr gerne dabei gehabt hättet, die ihr nicht mit habt nehmen können? So ein bisschen, vielleicht kannst du diesen Aspekt etwas beleuchten. Allora, das ist eine ganz spannende Frage und eine ganz komplexe. Nun, die Edition von diplomatischen Dokumenten ist in alle Länder etwas anders organisiert. Und wir in der Schweiz haben wir das Glück, dass wir unendlich verspätet waren und erst 1975 angefangen haben. Und das war ein Glück, weil damit mussten wir eine moderne Lösung implementieren, nämlich ein Institut der Akademie der Wissenschaft. Also die diplomatischen Dokumente der Schweiz sind Teil der freien Forschung. Ich bin ja auch mit der Universität Bern verbunden. Wir sind ein Institut der Akademie der Wissenschaften. In anderen Ländern sind meine Kollegen Embedded Historians, zum Beispiel im Department of State oder im Staatsarchiv in Moskau. Das führt natürlich zu ganz vielen Fragen in Bezug auf wie die Akten ausgewählt werden. Man muss sagen, zum Beispiel in Amerika, die Foreign Relations of the United States, so heißen ihre diplomatischen Dokumente, die sind als PDF des Buches auch online, nicht in einer Datenbank, nicht vernetzt mit Personen, aber immerhin open source zugänglich, open access zugänglich. Beim Department of State sind die Historiker embedded historians, aber es existiert ein Gesetz, der heißt Foreign Relations of the United States Act, und dort steht genau drin, dass diese Akten richtig und kohärent ediert werden müssen, damit einen richtigen, korrekten historischen Bild entsteht. Das war natürlich in der Vergangenheit hochgradig problematisch. Ein Skandal war mit dem Band über Guatemala 1954, ein Coup d'État, das die CIA organisiert hat, und die publizieren die Dokumente und ist alles, alle diese Covert Actions sind nicht, waren nicht natürlich abgebildet. Da gab es einen öffentlichen Aufruf, das kann man in Amerika, die Congressmen haben Hearings angezettelt und die Leute dann unter Subpoena gestellt und dann haben oder konnten etwa nach dem Gedächtnis 10 Jahre später die Kollegen im Department of State einen Band machen, wo auch diesen Teil der Cover Action der CIA bekannt wurde. Also wir sind tatsächlich drin
in einem Verhältnis, wo der Zugang der Akten auch ein Politikum war. Für mich war es spannend, das Projekt zu lancieren. Ich bin der Generalsekretär dieser Organisation, weil es ist das erste Mal ever, dass verschiedene Staaten zusammengearbeitet haben. Also bislang waren alle Editionen separat und es war einfach auf freiwilliger Basis. Ich habe auf der Konferenz, die in London stattfand, vor 3-4 Jahren einfach die Idee vorgeschlagen und gesagt, wer möchte teilnehmen. Und so ist es dann ins Rolle gekommen und die Leute haben ihre Dokumente beigetragen. Ich bin natürlich sehr sensibel auf diese Themen der Zensur. Meine Dissertation heißt Geschichte unter der Schere politischer Zensur. Also ich habe recht viel überlegt über diese Frage. Ich habe es auch relativ klug gewählt, weil ich rede von Perceptions. Also es ist die Wahrnehmung. Die Fragestellung ist insofern nicht dramatisch explosiv. Das heißt, selbst bei Staaten, die ich vielleicht nicht ganze Offenheit der Archive erwarte, denke ich, dass in dieser Fragestellung durchaus interessante Schlaglichter gegeben werden. Das ist ein Thema, wir haben das Problem, dass wir eigentlich in der Schweiz, gestatten Sie mir das, wir sind editorisch gesprochen eine Supermacht. Wir sind die einzige Superpotenz, die existiert. Die Datenbank TODIS ist unglaublich stark, zeigt zum Beispiel ein Irrsinn-Dokument und dann die Vernetzung mit den Ressourcen. Du hast zum Beispiel dieses Dokument. Sie sehen, dass Personen erwähnt werden, dass Orte erwähnt werden. Also Sie können zum Beispiel eben nach, das sind natürlich alle Personen, zum Beispiel Kreisky, du kannst auf den Kreisky klicken, dann erhalten Sie Informationen über die Person vom Kreisky. Wir sind natürlich noch nicht so weit, aber Sie haben also mit den Forschungen sind wir jetzt 78, aber das sind alle Dokumente in Dosis, wo mit Kreisky vernetzt sind. Du kannst zeigen vielleicht den Zugang via Geomap. Die Dokumente sind georeferenziert, also Sie können auch via eine Mappe, also eine Map, hineinscrollen und dann die Dokumente so nach solche Kriterien, also Sie können sich hineinklicken, nehmen wir etwas koscheres damit. Ja, das nächste Mal mache ich das selber. Ich habe etwas. Ja, gehen wir auf der Blümlingsart, aber du weißt nicht, was ich. Also, ja, ist ja gut. Interlaken ist gut. Ja, nimm da zum Beispiel. Ja, da zum Beispiel. Oder Sulk, da kannst du klicken, das wird erwähnt. Oder irgendwie. Oder mein Thunersee, und der wird dann erwähnt, und dann mache eine Recherche. Dann kann man das heruntermachen. Also, das ist natürlich schon einmalig weltweit. Es gibt keine andere Edition diplomatischer Dokumente, die das anbietet. Die anderen müssen sie kaufen, die kosten 180 Franken. Also es ist, echt cool, was wir machen. Und das war der Grund, wieso wir dann auch dieses Projekt durchführen konnten, weil die Leute zum Teil zum ersten Mal ihre Dokumente online bringen konnten. Das war die Motivation zum Beispiel für die Türken oder auch für die Israeli, wo wir eine gute Arbeit machen. Aber sie waren wie froh, dass ihre Akten auch valorisiert werden. Und wenn Sie denken an die Probleme, oder wir haben zwei Sprachen, die nicht so schwierig sind, Deutsch und Französisch, mindestens für uns, aber international mindestens Französisch. Aber es ist schon so, dass wer liest die schweizerische Akten, oder? Also auch wenn sie alle da online sind. Und wenn man eine spannende Fragestellung hat, dann kann man auch durch einen Bericht eines schweizerischen Botschafters zeigen, hey, also auch wenn du Beziehungen zwischen der DDR und Moskau untersuchst, ist es spannend zu sehen, was die schweizerische Diplomatie dachte. Das war sozusagen die Motivation. Also deswegen habe ich keine großen Sorgen, dass jetzt diese Akten schlecht sind. Also die sind auf jeden Fall quellenkritisch überprüft, die sind authentisch. Fragen aus dem Publikum. Danke. Sie haben gesagt, dass am 16. Juli es eine Begegnung gegeben hat zwischen Gorbatschow, Kohl und Schewarnadze und Genscher dabei. Im Kaukasus, wenn ich mich nicht täusche, wenn ich richtig an die Bilder noch erinnere. Meine Frage betrifft die NATO-Mitgliedschaft.
des neuen Deutschland. Ich habe nämlich mehrmals gehört und auch gelesen, dass gibt es eine Vereinbarung schriftlicher Art vor dieser Besprechung über NATO-Mitgliedschaft des neuen Deutschlands. Frage. Warum ich die Frage stelle, ich habe gehört, dass es eine mündliche Absprache gab zwischen Bush, Kohl und Gorbatschow, wonach der DDR-Teil des neuen Deutschlands nicht in die Militärstruktur der NATO eingegliedert werden darf. Und es wurde mehrmals behauptet, es war nur mündlich, leider nicht schriftlich, darum kann Russland heute sich darauf nicht berufen. Stimmt das oder wie sehen Sie das? Alles weiß ich dann auch nicht. Aber wir haben es mit diesem Thema der Wende, mit einem sehr spannenden historiografischen Phänomen zu tun. Dass einerseits gibt es ganz viele Akten, auch interne Akten über die internen Besprechungen, die schon lange vor den 30 Jahren publiziert wurden. Also vor allem dann aus amerikanischer Sicht ist eine Erfolgsgeschichte, oder? Man hat das Ende der Geschichte, man hat den Kalten Krieg überwunden und da war man relativ schnell in der Publikation dieser Akte. Aber die 30 Jahre Frist gilt nach wie vor. Das heißt, wir haben die schizophrene Situation, dass wir sehr viel öffentliche Verlautbarungen und ich würde jetzt sagen, den offiziellen Teil der historischen Rekonstruktion, der ist präsent und historiografisch aufgearbeitet. Aber die Hintergrundakten sind noch nicht alle restlos frei. Und genau Ihre Frage ist eine dieser Fragen, die man mit größter Akribie rekonstruieren müsste mit diesen Akten, die noch nicht publiziert sind. Ehrlicherweise denke ich, dass es mindestens noch 10 Jahre gehen wird, bis alle diese Archive so weit freigegeben werden, dass man wirklich quasi auf diesem Niveau hineingehen kann. Mich würde Wunder nehmen, gibt es auch Dokumente, welche Aussagen machen, über was sich die einzelnen Staaten für Vorteile erhofft haben? Also die Vorteile von Russland, von USA, Großbritannien oder auch Israel. Gibt es da Dokumente darüber, über die Erwartungen der positiven Punkte? Ja, also die gibt es und die Zugänglichkeit ist jetzt unterschiedlich geregelt. Also sagen wir, die Schweiz spielt ja nicht eine eminente Rolle in diesem Fall, aber die eigentlich ab nächsten Januar sollten aus meiner Wahrnehmung alle relevanten Akten frei sein. Und da könnte man wirklich akribisch rekonstruieren, was waren die schweizerischen Positionen. Wir haben ein Einziggesuch gemacht, das ist relativ aufwendig. Und wir haben natürlich nur uns auf die Hauptbestände des Außendepartements konzentriert. Das war eine lange Liste, dann haben wir mehrere Monate gewartet und dann hieß es, ja, Sie dürfen forschen, aber weil Sie noch in der gesetzlichen Schutzfrist arbeiten, müssen Sie uns, das ist eine Auflage nach Gesetz, eine sogenannte Manuskriptvorlage. Das heißt, Sie müssen uns die Dokumente vorzeigen, die Sie ausgewählt haben. Und alle Dokumente, die wir ausgewählt haben, konnten wir publizieren, das kann ich Ihnen sagen. Aber um Ihre Frage quasi aus Schweizer Sicht zu beantworten, würde ich sagen, ab nächsten Januar kann man genau rekonstruieren, was sich die schweizerischen Diplomaten überlegt haben, auch in Bezug, ich habe diesen schönen Zitat, in Bezug auf der Neutralität von Deutschland. Und aus Schweizer Sicht, gut, die Schweizer haben immer ein wenig ein Problem mit der Neutralität, weil alle anderen, die sich neutral nennen wollen, eine Art Konkurrenz sind. Also man hat immer mit Argwohn, also schaut man, was die Schweden machen und was die Österreicher machen. Und jetzt kommt jemand mit der Idee, Deutschland sei neutral. Und dann innerhalb des Departements sagt man, das kann nicht, das kommt nicht in Frage.
Deutschland ist ein Machtfaktor in Europa, kann nicht neutralisiert werden. Ich weiß nicht, ob das da eine schweizerische Neutralitätshandicap da ist, aber das ist ein anderes Problem. Aber andere Länder haben zum Teil ihre Akten geöffnet durch offizielle Aktenrevision, zum Beispiel die Briten, aber die Akten, also die Archiv, also die für alle Forscher zugänglich erst nach 30 Jahren. Und dann kann man solche Rekonstruktionen machen. Und von Thatcher weiß man ganz genau, auch schon von der Presse her, dass sie absolut skeptisch war. Wie haben eigentlich Sie diese Zeit der Wende Ende der 80er Jahre erlebt, jetzt besonders im Hinblick auf Ihre Position als Historiker eben auch, weil viele haben ja gesagt, Sie hätten diese Wende nicht so früh kommen sehen. Wie haben Sie das eigentlich erlebt? Also, ich war in Ihrem Alter, ich war 20 in der Rekrutenschule und abgesehen, diejenigen, die eine Rekrutenschule gemacht haben, wissen, dass man relativ abgekapselt ist von Informationen. Also man kommt in der Kaserne nicht wirklich viele intelligente Lektüre. Persönlich muss ich sagen, es hat mich, also 89 war ein schwieriges Jahr für die Schweiz. Wir haben dann noch die Fischen-Affäre. Wir haben eine große Demo auf dem Bundesplatz und also dann kommt diese Wende und ich musste dann, es war Kalter Krieg, ich wurde ausgewählt zum Korporal machen und ich musste dann im Frühjahr 90 einrücken und der Fall der Mauer hat mich schon etwas beschäftigt. Also Also es war also ein Aufbruch, aber ich wäre lieber nicht Militär gewesen, ehrlich gesagt. Es ist dann, wo man glücklich ist, dass die Schweiz neutral ist. Aber es war eine euphorische Situation, aber es war sehr schwierig, das vorauszusehen. Also im Nachhinein, man sagt, Historiker sind rückwärtsgewandte Propheten. Und das ist auch schwierig für Ihnen, diese Geschichte spannend zu erzählen, weil Sie alle wissen, wie sie rauskommt. Das ist ja eben das Problem. Aber es ist vielleicht gut, dass wir im Nachhinein klüger sind. Ja, Sie haben ja schon jetzt mehrmals die Frist von 30 Jahren erwähnt. Ich bin damals zu dieser bewussten Zeit in Berlin gewesen. Ich habe 2 Fußminuten vom Übergang Bornholmer Straße gewohnt. Ich habe das alles mitgekriegt. Und es war im Vorfeld und in den ersten Tagen danach war schon zu merken, dass insbesondere die Besatzungsmächte in Zivil ständig präsent waren. Und also man hat vermutet, es seien einfach die Geheimdienste gewesen. Und die haben dann auch bei bestimmten Leuten dann einfach mal geklingelt und haben gesagt, guten Abend, kommen Sie mal mit, wir müssen uns mal unterhalten. Und während Honeckers Rücktritt bis zur Grenzöffnung hat es ja auch parteiintern und in den entsprechenden leitenden Funktionen in der Wirtschaft und in allen Organisationen sehr viel Bewegung gegeben. Und es war auffallend, dass diese Herren offensichtlich sehr aktuelle Listen hatten. Also die haben da nicht irgendwelche frisch abgewählte Leute da zum Gespräch gebeten, sondern immer die aktuellen. Also es hat damals, wie gesagt, sehr viel Bewegung gegeben unterhalb dieser offiziellen diplomatischen Ebene, die Sie heute dargestellt haben. Wann ist denn Ihrer Meinung nach damit zu rechnen, dass Dokumente dieser Art, insbesondere auch aus Übersee, also bei den Russen glaube ich, die werden wahrscheinlich nie geöffnet werden, aber insbesondere bei den Amerikanern, dann ist ja auch noch die Geschichte mit dieser Rosenholz-Datei, ist ja dann auch noch irgendwann mal
lebendig geworden. Was schätzen Sie, wann wird das mal zugänglich sein? Dankeschön. Also, es ist wahnsinnig schwierig, solche Dinge zu sagen. Und was sehr wichtig ist, ich habe heute eine sehr spezielle Aktengattung, nämlich die diplomatische Korrespondenz, gewählt. Das ist das, was ich so mache. Und an der kann man ganz viele Fragen beantworten, aber nicht andere. Also es gibt verschiedene Niveaus von Zugänglichkeit. Das, was man sagen kann, ist, dass Systemumbrüche auch fördern wirken können für die Öffnung der Archive. Die erste Archivöffnung überhaupt, Archive, es waren nie da für den Müßiggang der Historikerinnen und Historiker. Archive Machtinstrumente, die herrschende Klasse anlegt für gewisse Instrumente, für gewisse Ziele. Wer ist der Erste, der Archive öffnet? Das ist Lenin im Dekret über den Frieden. Das ist diese Quelle, die Sie alle kennen, genossen. Wir wollen einen Frieden ohne Kontributionen. Das kennen wir alles, was dann rauskommt an der Oktoberrevolution. Die Seite 2, die niemand mehr weiterliest, steht, genossen, wir werden die Archive öffnen. Und tatsächlich öffnet Lenin die Archive des Zaren und zeigt alle Machenschaften auf zwischen der Entente, zwischen der Mächte der Entente. Ja, Russland ist ja drin. Zum Beispiel das ASPICO-Abkommen oder den geheimen Abkommen von London von 1915, mit welchem man den italienischen Kriegseintritt gekauft hat. Also Systemumbrüche können auch Akten, die Publikation von Akten beschleunigen. Zum Beispiel, als die Republikaner nach der langen demokratischen Herrschaft, nach dem Zweiten Weltkrieg an der Macht kamen mit Eisenhower, da haben sie gedacht, es gab die, aus ihrer Sicht, hat man gesagt, we won the war and lost the peace. Und aus republikanischer Seite wollte man nachweisen, dass die Demokraten eine sehr schwache Position bei den Kriegskonferenzen hatten, ja, am Ende in Yalta und in Potsdam. Und da haben sie die Akten vor 30 Jahren publiziert, natürlich selektiv. Und jetzt, wenn Sie denken an die Stasi-Akten, die sind natürlich relativ rasch zugänglich gewesen, zugänglich da. Also Systemwechsel korreliert noch nicht mit Aktenverschließung. Es hängt darauf an, denn wer, oder? Und dann, wir leben in einer skurrilen Zeit. Früher war die Zensur aus Staatsräson konzipiert. Also es gibt eine Staatsräson, deswegen muss man zensurieren. Und heute kommt die Zensur häufig so aus en fonction de la raison d'état à la raison privée, also quasi den Datenschutz, denn, also wenn Sie Aktenzugang verlangen wollten, vor allem dann in Stasi-Akten, dann haben Sie wahnsinnig Probleme mit dem Datenschutz und solche Fragen. Also diese rechtlichen Auseinandersetzungen sind sehr stark. Und das ist auch ein großer Teil meiner Aufgaben als Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Geschichte, für den Zugang der Akten zu kämpfen. Weil die Behörden häufig sie nehmen als Messlatte den höchst anzunehmenden Unfall. Wie zum Beispiel, ich könnte im Archiv Akten antreffen eines kleinen Kindes, welches adoptiert wurde und dann sein Leben, bla 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 bla. Und dann aus dieser Perspektive, dann sollen alle Akten 120 Jahre gesperrt werden. Und das ist natürlich stoßend, weil das ist nicht das, was wir erforschen wollen. Und auch wenn wir als Historiker und Historiker solche Akten sehen würden, haben wir natürlich eine Verantwortung, die Rechte von einzelnen Personen zu schützen. Also es ist wahnsinnig schwierig. Und jetzt gab es diese Polemik in Deutschland für die Rückführung der Akten der Stasi-Behörden im Bundesrecht. Eigentlich, ehrlicherweise, nach meiner Ansicht, ist das der richtige Ort im Bundesarchiv. Also Sonderarchive sind immer ein Problem. Also schwierig zu sagen und vor allem sehr unterschiedlich nach den Ländern. Die Schweiz hat
am Ende eine relativ liberale Handhabung, kann sie sich das auch leisten. Keine großen Geheimnisse. Unsere Geheimnisse sind in den Banken, nicht im Bundesarchiv. Hier noch eine Anschlussfrage zu dem, was hintergründig gelaufen ist. Sie haben da auch in der Presse, und da kann man nachlesen, was alles geschehen ist, offiziell, worüber berichtet wurde. Aber meine Frage bezieht sich auf das, was quasi hintergründig gelaufen ist, an Vorbereitungen, Planungsüberlegungen und so weiter. Ich denke an den politischen Planungsstab von Hans-Dietrich Genscher, da hat er vier Leute bei sich gehabt, die sich mit ihm befasst haben. Die ganze Diskussion Genscheristen, Realisten. Vor 89 hat man das kommen sehen oder gibt es dazu Unterlagen? Ich weiß jetzt mal aus Prag, dass dort das sogenannte Prognos-Institut gegeben hat, von der höchsten Regierungs- und Parteistellen geduldet und sogar gefördert. Da waren Leute drin, parkiert, auch nonkonforme Leute drin, aus denen nachher gewachsen sind Politiker der späteren Jahre, Ministerpräsident, Präsident Klaus, Präsident Seemann, beide waren drin. Und die haben sich mit Zukunftsfragen befasst, mit der Duldung und Kenntnis der obersten Führung und haben dann bereits Mitte 89 spätestens gewisse Vorstellungen gehabt von dem, was kommen kann oder kommen möchte. Haben Sie auch darüber etwas erfahren oder gelesen oder nicht? Danke. Für die deutschen Akten gibt es zuerst die sogenannten Akten zur deutschen Politik. Das ist eine Reihe von eine gute Dokumentation, die relativ rasch nach den Ereignissen Quellen publiziert, die öffentlichen, offiziöses Charakter, also die nicht geschützt sind. Und jetzt kommen die Kollegen von den Akten zur Auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland, das ist unser Schwesterunternehmen, mit einer Edition über die Wende, die jetzt publiziert wird. Also es wird eine gewichtige Publikation von Dokumenten, die solche Fragen beantworten, bald auflegen. Das Problem mit diesen Fragen über die Wahrnehmung ist hochkomplex, weil wir eine Tendenz haben, dann aus methodischer Sicht Aktennotizen oder Berichten, die etwas dann voraussehen, überzubewerten, weil wir ja wissen, wie die Geschichte rauskommt. Und dann wir nicht sehen, dass es eigentlich, haben wir es immer mit einem hochkomplexen Parallelogramm von Kräften, wo vielleicht durchaus Leute gibt, die eine sehr hellseherische und korrekte Wahrnehmung haben, aber dass das nicht dann umgemünzt wird, aus ganz verschiedenen Gründen in der realen Politik. Also der Kräfteparallelogramm ist hochgradig kompliziert. Und das ist immer ein methodisches Problem, der besonders zum Zuge trägt, wenn Leute sich mit Nachrichtendienstliche und solche Forschungen auseinandersetzen. Weil es gibt das Faszinosum, diese Themen, weil es ist ein wenig James Bond und ein wenig so. Aber, und das, ich will nicht in Abrede stellen, dass das auch passiert, das passiert, und dass es auch sehr wichtig ist, das ist auch wichtig, aber es ist nicht der einzige Grund. Also, dass eine Regierung dann handelt, ist die Summe von ganz, ganz vielen Kräften, darunter auch die öffentliche Meinung, das Recht, die Politik, das Parlament, die Kommissionen, und deswegen muss man ein wenig immer aufpassen, vor allem bei der Auswahl der Quellen, dass man nicht zu target dass nicht zu viel fasziniert ist vom Target, weil wir wissen, wie die Geschichte rauskommt und dass wir quasi diese Dokumente, die diese Geschichte schön lineal zeigen, überbewerten. Sondern dass wir, und das war auch der Sinn eigentlich oder das Faszinosum an diesem Projekt, zu sehen auch, wie viel Fehlwahrnehmungen diese Diplomaten hatten. Also ich meine, es gibt der schweizische Beobachter, der schweizische Botschafter in Ostberlin, der ist wenige Meter vor der Mauer platziert und behauptet dann felsenfest, da ist alles normal, ist nichts passiert, die Mauer steht. Also, man muss diese Dokumente nicht für bare Münze nehmen, sondern für diese Wahrnehmungen. Deswegen diese Perception. Und
In diesem Sinne finde ich, dass das Projekt spannend war. Und für mich war es schon unendlich interessant, auch israelische Quellen lesen zu können. Was ich ja nie im Leben bin, sozusagen. Also ich kann es ja nicht auf Hebräisch lesen. Und ja, das sind das, was man draus machen kann. Wir werden nicht die letzte Detail über die Verhandlungen mit diesen Dokumenten klären können, aber wir können diese Wahrnehmungen kontextualisieren. Und um Sie alle zu beruhigen, ja, viele Dokumente werden vernichtet. Zum Glück so, weil sonst würden wir ja nur in Dokumenten schwimmen. Aber wenn etwas Realität wird, dann lässt das so viele Spuren, dass wir als Historiker und Historiker immer sehen. Und wir wissen dann tatsächlich, was daraus geworden ist mit der NATO. Und ich werde nicht irre, wenn ich die Frage nicht beantworten kann, welche Sekunde Gorbatschow genau einlenken und aus welchem Grund. Aber wir wissen, dass ab einem gewissen Moment das eine Option ist und dass er sie konzidiert, oder? Also ich habe eher einen positiven Zugang zu meinem Fach. Wir sind schon eine starke Wissenschaft, auch wenn wir nicht alle Dokumente haben. Ja, ich finde, wir haben einen guten Schlusspunkt gefunden. Danke dir nochmal ganz herzlich. Danke, Christiane Sibylle, für das total souveräne PowerPoint-Bedienen. Das möchte ich hier auch nochmal anmerken. Herzlichen Dank euch beiden fürs Kommen. Herzlichen Dank Ihnen fürs Kommen. Vergessen Sie nicht, den Flyer mitzunehmen für die Veranstaltung in 2 Wochen mit all den richtigen Zeitfenstern drauf. Und danke, dass Sie hier waren. Bis zum nächsten Mal.